So, ihr schönen Zuckerpuppen, für mich steht heute an, alles erledigen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und ich habe das Video noch gar nicht begonnen. Also herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir, einem Urlaubsvlog. Ich kann es nicht glauben, aber wer meinen Geburtstagsvlog gesehen hat, hat mitbekommen, dass mein Mann mir einfach einen Urlaub geschenkt hat. Und ich freue mich übertrieben, Leute. Ich war seit locker 7 Jahren nicht mehr im Urlaub. Hat eigentlich gar keinen bestimmten Grund, aber ich bin eigentlich nicht so der Urlaubsmensch. Aber ich freue mich irgendwie schon, weil das ist einfach unser erster Urlaub und ich freue mich einfach riesig, weil ich bin, wie ich gerade schon gesagt habe, kein Urlaubsmensch, aber ich glaube, so die Zeit zu zweit einfach genießen, diese Bedienung dann genießen, einfach All-Inclusive-Hotel zu haben, ist nochmal Next Level und ich freue mich einfach übertrieben, weil mein Mann und ich, wir haben dieselbe Einstellung, was Urlaub angeht. Wir sind jetzt nicht so die standardmäßigen Touristen, die da rum, wie sagt man, nicht rumreisen, sondern die dann da rumlaufen und Sehenswürdigkeiten angucken, sondern wir sind eher so die Chiller, die im Hotel Zeit verbringen, einfach ihr Leben genießen und vielleicht mal abends essen gehen. Ich freue mich da einfach übertrieben drauf. Ich habe jetzt eben schon mal angefangen, mir eine Liste zu machen, was ich alles einpacken muss. Ich habe nicht mal einen Koffer, Leute. Das heißt, ich muss den Koffer von meiner Mama nehmen. Die frage ich übrigens gleich auch, ob sie mir den schon mal rauslegt. Ich werde heute bei meinem Mann alles aufräumen. Alles sauber machen, die Wäsche gleich aufhängen, die er eben angestellt hat und die nächste Maschine anstellen. Dann muss ich zu mir rüberfahren, da auch nochmal alles aufräumen, Spülmaschine aus, einräumen, dass da alles sauber ist, Müll runterbringen, bei mir auch Wäsche waschen, Wäsche sortieren. Und ich hatte noch was bestellt, was Montag ankommt, das heißt, ich muss Montag nach Hause fahren. Montag ist morgen, das heißt, ich muss morgen Vormittag nach Hause fahren. Also habe ich morgen Vormittag auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich wollte auf jeden Fall schon mal Outfits rauslegen, dass ich weiß, okay, das und das Outfit werde ich auf jeden Fall dabei haben, weil ich einfach merke, dass bei euch auch diese Outfit-Posts richtig gut ankommen und ich freue mich da mega drüber. Ja, das ist auf jeden Fall so der Plan für heute. Wie gesagt, aufräumen hier, aufräumen bei mir zu Hause, Wäsche waschen, ganz wichtig. Falls dann nämlich noch Sachen sind, die ich mitnehmen möchte, muss das natürlich auch noch trocknen. Wir fliegen nämlich nicht Montag, wie eigentlich geplant war, sondern wir fliegen Dienstagnacht, also eigentlich Mittwoch ganz, ganz früh. Das ist ganz gut für mich, weil das ergibt mir noch ein bisschen mehr Zeit. Ich muss nämlich Hannah noch meinen Hausschlüssel bringen, weil ich Sheila mit nach Hause nehme. Die werde ich morgen dann, denke ich, mit nach Hause nehmen. Der dauert alles vorbereiten, dass Hannah wirklich nur ein paar Tage nach ihr gucken muss. Ein paar Tage, sage ich so, zwischendurch einfach nach ihr gucken. Sheila ist wirklich sehr, sehr pflegeleicht, was das angeht. Und wir sind nämlich exakt eine Woche weg. Ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben. Also ich glaube, bis wir nicht da sind, kann ich es immer noch nicht glauben, fassen, wie auch immer. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr. Die Liste habe ich heute erstellt. Darauf kommt jetzt noch das Stativ. Mein Ringlicht wollte ich mitnehmen und den Mini-Venti, den ich habe, muss ich auch noch laden und auch das Ladekabel mitnehmen. Mir fallen immer so zwischendurch noch ein paar Sachen ein, die ich auf jeden Fall einpacken muss. Mein Selbstbräuner, ganz wichtig, schreibe ich jetzt auch noch auf. Und ja, Problem ist, ich brauche auf jeden Fall Lichtschutzfaktor gefühlt 100, wenn es das gibt. Denn ich muss meine Tattoo-Entfernung komplett abdecken und deswegen auch Selbstbräuner, damit ich wenigstens ein bisschen gebräunt aussehe. Und ich muss halt sehr darauf achten, dass ich im Schatten liege. Ich weiß gar nicht, ob man Handtücher mit dem Urlaub nehmen muss oder ob da Handtücher sind. Ey Leute, ich war seit 7 Jahren nicht mehr weg und ich bin komplett jetzt schon überfordert. Weil ich mir auch denke, wenn ich momentan die Situation am Flughafen mitbekomme, ich drehe innerlich durch. Ja, deswegen, ich freue mich riesig. Aber auf der anderen Seite stresst mich das gerade unnormal, weil ich weiß, dass noch super viel zu erledigen ist. Und hier das dickste Shoutout an Erika. Sie ist einfach die krasseste, Leute. Ich habe ihr am selben Tag, wo ich erfahren habe, dass wir in den Urlaub gehen, fahren, fliegen, wie auch immer, gesagt. Ich so, Girlie, meinst du, du kannst meine kleinen Bautzis übernehmen in der Zeit? Und sie so, ja klar, kein Problem. Und Girl, ich schwöre dir, das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Wir hatten eben auch nochmal geschrieben und ich bin einfach so dankbar, so ein Herzensmenschen, so eine tolle Freundin in meinem Leben zu haben, weil sowas ist für mich selbst absolut nicht selbstverständlich, sondern das ist wirklich, wenn du mit Herz in einer Freundschaft hängst. Und ich habe auch schon zu ihr gesagt, sollte sie irgendwann mal wegfahren wollen, ich gucke gerne nach ihren Katzen oder ich würde die Katzen sogar zu mir nehmen, aber ich weiß nicht, ob die damit nicht ein bisschen überfordert werden, weil Tiere sind halt auch Gewöhnungsmenschen. Auch Leute, ihr wisst, was ich meine. Ich bin auf jeden Fall super dankbar dafür. Also Girlie auch nochmal hier. Ich bedanke mich vom tiefsten Herzen dafür und ich hoffe, ich kann das irgendwann irgendwie mal wieder gut machen. Die arme Maus, die hat ein bisschen
wie sagt man, Respekt davor, die Hunde zu haben, weil sie meinte auch, das ist eine super Verantwortung. Natürlich ist es eine Verantwortung, allerdings sind meine zwei Mäuse schon relativ pflegeleicht. Ich werde die auch alles vorbereiten und ja, meine Waage muss ich auch noch einpacken, also dafür muss ich auch noch eine separate Liste machen, was ich da alles machen muss. Das Gute ist, bei Hannah muss ich einfach nur Schlüssel abgeben, die fährt jeden zweiten Tag zu Sheila und guckt nach ihr, wird ein bisschen mit dir quatschen, ein bisschen Fernsehen gucken. Und ja, ich bin einfach richtig happy, richtig aufgeregt und aber auch super excited. Und ich hoffe, das wird ein toller und nicer Vlog. Und das Gröbste habe ich jetzt aufgeräumt. Ich muss jetzt noch spülen, Wäsche abhängen, Wäsche aufhängen, neue Wäsche anstellen. Habe ich Bock? Nein. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich muss auf jeden Fall einiges erledigen. Ich werde jetzt gleich erstmal den Staubsauger anschmeißen, dass der hier durchgeht. Ich überlege heute auch noch zu wischen. Also ich habe einiges an Zeit mitgebracht. Das ist schon mal ganz gut. Ich kann erst heute Nacht zurückfahren, wenn ich will. Habe jetzt die Maus hier hingebracht, weil die bleibt ja auch hier. Dann ist sie zwar jetzt einen Tag allein, aber ich bringe Hannah nachher den Schlüssel und dann habe ich das wenigstens schon mal erledigt. Dann ist Katzenthema schon mal Haken dran. Bei ihr bereite ich gleich auch alles vor. Ich kümmere mich jetzt mal kurz um die Post, pack alles aus, guck mir alles an, mache alle Rücksendungen fertig. Ich werde die auch ins Auto packen, dass wenn ich wieder da bin, die direkt wegbringen kann, wenn ich es nicht nachher noch schaffe. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich habe richtige Magenkrämpfe die ganze Zeit zwischendurch, weil ich so aufgeregt bin und mich einfach so derbe freue. Aber das, was mir am meisten Panik, Angst oder Anxiety macht, ist einfach der Flug. Alles wird voll sein. So, ich habe jetzt größtenteils alles aufgeräumt. Das Einzige, was fehlt, ist hier bei mir der Kleiderschrankbereich. Das mache ich aber logischerweise erst, wenn ich alles im Koffer habe, weil das macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Und meinen Schminktisch muss ich auch noch aufräumen. Ich bin so fertig, Leute. Also dieses Wetter, muss ich ehrlich sagen, macht mich jedes Mal aufs Neue fix und fertig. Also ich sage ja sonst schon oft, dass ich fertig bin, so nach einem anstrengenden Tag. Aber das gerade ist echt ekelhaft, das Wetter. Es ist viel zu warm, gerade wenn man so Sachen erledigen muss oder am Aufräumen ist. Und gerade in der Dachgeschosswohnung, ich halte es hier momentan echt gar nicht aus. Deswegen, ich bin so dankbar, dass wir momentan bei meinem Mann sind. Hier hilft wirklich gar nichts. Also egal, was für ein Ventilator ich hier hinstelle, egal, was für eine Klimaanlage ich hier einbauen würde, es ist einfach nur eine reine Katastrophe und es fuckt einfach dermaßen ab, in einer Dachgeschosswohnung zu wohnen. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich würde nie wieder in eine Dachgeschosswohnung ziehen. Ich habe das jetzt einmal damals mitgemacht, da war aber einigermaßen okay von der Klimadingens her und da war halt auch alles ganz anders gedämmt, aber hier durch die Pappwände, das ja, dämmt ja hier gar nichts ab mit Hitze. Also hier kommt alles an Hitze rein, was geht, und das Dach hält halt die Hitze. Das heißt, hier ist morgens, mittags, abends, nachts kochend heiß drin. Und es macht einfach keinen Spaß. So an sich, das Wetter macht mir gar nichts. Gerade, wie gesagt, auch wenn ich bei meinem Mann bin, da geht es eigentlich voll klar von den Temperaturen her. Gerade auch, wenn du Venti anmachst. Aber hier bringt absolut gar nichts was. Und es geht mir auf den Keks. Ich warte jetzt noch auf ein Paket. Meine Mama wollte später auch noch kommen, so gegen 8. Ein Urlaubspaket kam auch gerade an. Das heißt für mich, ich werde jetzt Pakete durchgucken. Ich wollte das ja vorhin schon machen und dann dachte so ganz ehrlich, räume ich lieber erstmal alles auf und mache das dann gesammelt, bevor ich einmal Pakete durchgucke, dann aufräume, dann wieder Pakete durchgucke. Ich mag das halt, ein Step mit einem Weg so gesehen erledigt zu bekommen. Ich habe da so ein kleines Problem und zwar, ich glaube, ich habe Übergepäck. Ich weiß nicht wie viel. Ich kann das nicht einschätzen. Der Koffer wiegt gefühlt fast so viel wie ich, aber das kann nicht sein, aber ich glaube, mein Mann wird mir den Kopf abreißen. Leute, ich bin einfach mehr als fix und fertig. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe jetzt Koffer gepackt, mein Mann auch. Der ist noch kurz eine Kleinigkeit erledigen. Beide Koffer wiegen super viel, beziehungsweise jetzt wiegt sein Koffer super viel, weil ich jetzt umgepackt habe. Und ich bin super schlecht in sowas einschätzen. Ich weiß nicht, ob seiner jetzt mehr wiegt als meiner. Oh Leute, das Ding ist, er hat so einen Koffer, der von außen halt super leicht ist. Und meiner ist von außen, glaube ich, super schwer. Ich weiß nicht, ob wir Übergepäck haben oder nicht. I don't know. Ich hoffe nicht, weil wäre nicht so toll. So, da waren wir dann endlich am Flughafen und haben noch ein bisschen draußen gewartet. Wir hatten uns noch was zu essen und was zu trinken geholt, draußen gegessen. Dann ein bisschen einen Film geguckt, weil wir einfach zu viel Zeit mitgebracht haben und viel zu früh so gesehen da waren. War aber nicht schlimm, lieber zu früh da als zu spät. Und da saßen wir dann im Flugzeug.
Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin, was Fliegen angeht, sehr, 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 sehr ängstlich. Hinflug ging voll klar. Rückflug, ich habe einfach eine Panikattacke bekommen. Lieben wir, aber ich habe mich überwunden und es war so schön, Leute. Wir kamen an, wurden dann von so einem Service abgeholt. Da saßen wir auch alleine in dem Bus und haben ein bisschen trinken, was Süßes bekommen. Ich habe mich so gefreut, Leute. Wir kamen an und ich habe es so gefühlt. Es war so schön. Ich habe es einfach geliebt. Und ich muss ehrlich sagen, das war mit unter anderem der schönste Urlaub, den ich je erlebt habe. Das war der erste Ausblick, den ich gesehen habe, als wir im Hotel ankamen. Und ich dachte mir so, was um alles in der Welt. Es ist so schön dort gewesen. Ich zeige euch zum Schluss auch nochmal das Hotel. Seden Quality heißt das Hotel. Wunder, wunderschön. Da hinten seht ihr das Meer. Leute, wir waren 2 Minuten vom Meer entfernt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe eigentlich ein bisschen Angst vor dem Meer und allgemein vor Wasser, weil ich 4 oder sogar 5 Mal in meinem Leben fast ertrunken bin. Allerdings, es war so schön. Also, ich habe mich richtig gut überwunden bekommen, auch dank meinem Mann. Und das war unser Hotelzimmer. Ein Traum. Also, richtig schön klimatisiert, richtig schön eingerichtet. Und daher, dass wir sowieso den ganzen Tag am Pool und am Strand waren, ist eigentlich vollkommen egal, wie das Hotelzimmer aussieht im Endeffekt. Aber Leute, was ist das bitte für ein Ausblick? Einfach, du guckst aus unserem Fenster und wir sehen einfach das Meer. Ich bin morgens aufgewacht und du liegst ja dann ein bisschen niedriger und ich habe nur das Meer gesehen. Es war einfach so unfassbar schön. Da seht ihr auch, was ich meine. Man sieht einfach nur das Meer, wenn man liegt. Das war dann unser erster Tag. Ich habe mich ready gemacht für den Strand und ja, dann sind wir das erste Mal rausgegangen, haben das Essen genossen und es war einfach wunderschön, Leute. Das war unser Strand. Auch wirklich wunderschön. Das Wasser war richtig angenehm und wir haben alle alkoholfreien Cocktails genossen, die es auf der Karte gab. Ich muss ehrlich sagen, ich trinke mittlerweile seit, ja, Silvester keinen Alkohol mehr und ich genieße es einfach. Ja, da hat die Sonne. Es war einfach so schön, Leute. Oh mein Gott, ich will wieder zurück. Du bist süß. Das war dann so gesehen unser erstes Abendessen im Hotel. Und Leute, das Essen war so lecker. Also dieses Adana auf meinem Teller, das war so krass. Es hat so lecker geschmeckt. Und das Dessert, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich bin sowieso voll die süße Maus. Was das angeht, ich liebe einfach Zucker über alles. Und Leute, Baklava, es gibt für mich nichts Geileres. Das war dann unser erster Abend. Da sind wir dann Shisha rauchen gegangen. War auch wunderschön. Die Pfeife war gar nicht so schlecht. Also ich habe da Schlimmeres erwartet. Und es war echt ein wunderschöner erster Tag. Ich konnte einfach nicht glauben, dass wir da sind. Und ich konnte es irgendwie bis zum Schluss nicht so ganz realisieren. Es war einfach wunderschön dort. Und ja, das war so ein Nebenladen so gesehen von unserem Hotel. Und da konnte man dann Pfeife rauchen. In unserem Hotel leider nicht. Da seht ihr auch nochmal mein wunderschönes Bikini-Outfit. Und ja, so war ich dann an dem Abend draußen und da sind wir auch schon schlafen gegangen. Dann am nächsten Morgen sah ich so aus. Ein bisschen verschlafen und mein morgendliches Make-up zeige ich euch gleich auch nochmal. Und das war dann unser Frühstück. Ganz viel Menemen, Sucuk mit Rührei und Simit. Ich liebe es. Das war dann mein Outfit am zweiten Tag für den Strand. Und Leute, ich war das erste Mal nach keine Ahnung wie vielen Jahren einfach im Meer. Im Meer, Leute. Ich hatte so Panik, ins Meer zu gehen. Und ich habe einfach meine Angst überwunden. Mein Mann hat mich einfach mit sich gezogen und es war so schön. Es tat einfach so gut. Und mittags haben wir meistens immer im Hotel in diesem einen Restaurant gegessen, was offen hatte. Auch unfassbar leckeres Essen. Und ja, ich habe erst Dessert und dann Suppe gegessen. Da waren dann so Früchtegetränke. Das war leider ein Tag, an dem es meinem Mann nicht so gut ging. Da bin ich zur Rezeption gegangen und habe ihm Kopfschmerztabletten geholt. Deswegen haben wir an dem Tag im Zimmer gegessen. Aber auch das Essen wieder unfassbar lecker. Und natürlich nicht zu vergessen, der Dessertteller, den die uns geliefert haben. Den zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal. Wir dachten am Anfang, die hätten uns nur Milchreis geliefert. Ich habe irgendwie diesen Teller komplett ausgeblendet. Und wir waren so froh, als wir gesehen haben, dass noch mehr Essen da war, weil wir beide hatten einfach unfassbar viel Hunger. Und das war dann der Abend. Man sieht, ich war ziemlich müde. Und dann sind wir auch schon schlafen gegangen. Guten Morgen. Ich melde mich dann auch mal persönlich wieder. Ich zeige euch mein Strand-Make-up. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich glaube, das hört man. Erster Step: Tagescreme. Immer noch die von Drunk Elephant. Ist immer noch nicht leer. Danach kommt dieser Tensation Primer von Catrice drauf.
Leute, übrigens, ich habe so viel Selbstmörder drauf erkennt. Sonst wäre ich einfach weißer als eine Wand. Aber ich habe gestern ungewohnt Farbe bekommen. Ich komme irgendwie nicht so zum Reden. Aber ich werde auch den Urlaub genießen. Und ja, danach kommt mein Bronzerpinsel. Ich nehme eigentlich nicht wirklich viel neues Produkt. Ich zeige euch jetzt nur, welches ich eigentlich benutze, damit ihr wisst, welchen ich sonst benutze. Und zwar Dune von Nabla. Und damit gehe ich einfach rein und konturiere mein Gesicht mit den Resten des Vortages so gesehen. Irgendein Pinsel zum Ausblenden. Zu dem Zeitpunkt ist mein Mann dann duschen gegangen, deswegen musste ich so weiterfilmen, weil der Hintergrund einfach ein bisschen zu laut war. Und ich habe dann ein bisschen Rouge benutzt und mir das Ganze aufgetragen und dann noch den Nabla Highlighter, den ich immer benutze. Dann benutze ich momentan diese zwei Farben, Amnesia und Lucent Jungle. Und das trage ich mir so ein bisschen auf. Dann noch zwei kleine Mini-Punkte an Concealer unter meinem Auge. Das Ganze habe ich dann mit einem Beauty-Blender ausgeblendet. Könnt ihr aber auch mit eurem Finger ausblenden, was euch lieber ist. Und ja, danach eigentlich nur noch Augenbrauen auskämmen. Das seht ihr jetzt hier. Und die Lippenpflege, die ich euch jetzt gleich zeige, Leute, ist einfach mein Go-To. Ich liebe die. Die ist so angenehm und riecht so gut. Das ist so ein Lip Booster oder Lippenmaske. Ist auf jeden Fall super. Also kauft euch die. Generell ein Träumchen ist von Essence. Und Wimpern noch hochbiegen, Haare noch machen und dann war ich auch schon ready to go. Hier seht ihr noch, wie ich meine Haare am Einföhnen war. Das Ganze habe ich kurz eingedreht und dann sind wir auch schon frühstücken gegangen. Und Leute, dieses Frühstück, ich vermisse es so. Oh mein Gott. Ich liebe einfach, ja, an so eine Stelle zu gehen, wo du super viel Auswahl an Essen hast und dir einfach selber alles aussuchen kannst. Leute, diese Katze hat uns einfach verfolgt und die ist so süß. Habt ihr gerade gesehen, wie die einfach im Busch lag? Ich habe die nicht mal gesehen. Mein Mann so, Jenny, guck mal, da ist die Maus, ist da. Und dadurch habe ich Sheila auch ein bisschen vermisst. Und ja, das waren wieder unsere alkoholfreien Cocktails und auch Früchtegetränke. Auch super lecker und da lagen wir dann die nächsten Tage am Pool. Das war dann wieder unser Mittagessen so gesehen. Und es war so lecker, Leute. Es war so lecker. So, Mäuse, ich dachte mir, ich drehe euch mal ganz kurz ein Update. Ich habe mich gerade in die Golden Hour gestellt. Und wir gehen jetzt gleich eine Kleinigkeit essen. Ich habe auch gestern hier Bilder gemacht und Leute, ohne Spaß, also Feedback auf Instagram, seitdem ich bekannt gegeben habe, dass wir im Urlaub sind, ist crazy. Meine Story-Views sind crazy. Es ist einfach allgemein komplett crazy und ich freue mich darüber wirklich extrem, über jeglichen Support, egal ob auf YouTube, Instagram, TikTok oder wo auch immer. Ich freue mich einfach übertrieben und ja, nicht, dass ihr euch wundert, ich habe was an. Aber ja, ich kann in der Zeit, wo wir hier sind, nicht so ganz mit euch quatschen, deswegen dachte ich mir, nehme ich euch so ein bisschen größtenteils einfach mit, ohne irgendwas zu sagen, einfach weil wir die Zeit unnormal genießen und ja, ich nicht dann in dem Moment da sitzen möchte und irgendwie zur Kamera sprechen will. Deswegen hoffe ich, dass euch dieser Vlog dennoch gefällt. Wenn ich dann mal zwischendurch Zeit habe und mit euch quatschen kann, so wie jetzt gerade, dann mache ich das natürlich. Wir sind heute mittlerweile bei Tag 3 angekommen und ich will gar nicht mehr nach Hause. Ich schwöre, Leute, ich liebe es hier und ich muss ehrlich sagen, Türkei ist mein absolutes Favorite-Reiseziel überhaupt. Also ich hätte mich natürlich auch über anderen Urlaub gefreut. Allerdings muss ich ehrlich sagen, Türkei, ich habe noch nie einen Urlaub gehabt, wo ich mich so wohl gefühlt habe wie diesmal. Wo ich mich einfach jeden Abend fertig mache, wo ich mich einfach gut fühlen möchte, egal ob tagsüber oder abends. Ich fühle mich einfach momentan richtig, richtig gut und ich denke mal, das merkt man mir auch an. Und ich hatte, glaube ich, am Anfang des Vlogs schon gesagt, dass ich mit meinem Mann im Urlaub bin. Und es ist einfach unnormal schön. Also egal, ob das Essen, das Hotel, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der Pool hier unten, da hinten ist direkt das Meer. Und es ist so wunderschön. Und gerade, Leute, ich filme einfach mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Ist es nicht einfach crazy? Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal was essen und genießen den Abend. Da seht ihr dann mein Outfit of the Evening. Meine Hose ist von ASOS. Ich weiß leider nicht mehr, woher ich dieses Bindeteil habe, was ich jedes Mal umhabe. Ich habe keinen Plan. Es ist aber super, super angenehm. Ihr könnt dafür aber auch ganz normal so ein Seidentuch oder so nehmen. An dem Abend sind wir dann was essen gegangen wieder. Und es war echt lecker, aber die benutzen so viel Knoblauch für ihre Soßen. Wow. Und da waren wir dann wieder ein bisschen Pfeife rauchen und haben einfach den Abend genossen und wunderschön ausklingen lassen.
An dem Abend habe ich meinen Mann gezwungen, von mir ein Bild zu machen und deswegen waren wir noch ein bisschen spazieren dadurch. Es war super warm und das war dann am nächsten Tag bzw. morgen. Da sind wir ein bisschen später aufgestanden, deswegen mussten wir in diesem einen Restaurant im Hotel was essen gehen und konnten uns nicht mehr am Buffet bedienen. Aber das war totally fine, denn das Essen da war auch super lecker. Ich war in dem Moment ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Warum, wieso, weshalb, ist vollkommen egal. Aber ja, da waren wir auf jeden Fall ein bisschen unterwegs und Leute, diese Stelle sieht so schön aus. Wir waren dann da essen und dieses Brot, was der uns gegeben hat, das seht ihr jetzt gleich, da ist so Feta und so drauf. Das war so lecker. Ich habe dafür gar keine Worte. Das war einfach unfassbar lecker. Dann sind wir auch schon wieder zurück ins Hotel gefahren und das war unser Frühstück am nächsten Tag. Und dann sind wir wieder zum Pool gegangen. Das war wieder mein Pool-Outfit of the Day. Und das war dann unser Mittagessen. Und dann kam auch schon unser Dessert. Jetzt gleich, ich lieb's, Leute. Dieser Kuchen war so lecker, so richtig schön juicy und oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Und jetzt gleich zeige ich euch noch unser Hotel. Da haben wir dann an der Bar wieder alkoholfreie Cocktails getrunken und das ist dieses Seen Quality Hotel, wo wir waren. Wunder, wunderschönes Hotel. Das war der Tag der Abreise. Da haben wir auch noch ein bisschen am Pool gechillt bis mittags, bis wir dann ja abgeholt wurden und zum Flughafen gefahren sind. Ich war so traurig, dass wir gehen mussten, Leute. Ich hätte am liebsten geweint. Ich war so richtig, ich weiß nicht, ich konnte das gar nicht mehr genießen die letzten Stunden, weil ich einfach so traurig war. Ich wollte einfach da bleiben, aber es ging natürlich nicht. Deswegen, ja. Das war dann unser Abreise-Cocktail und ihr seht, wie traurig ich einfach bin. Ja, da sieht man nochmal unsere Koffer, unser Fahrzeug, womit wir abgeholt wurden, den Rückweg. Und wir haben übrigens am Flughafen dann noch was von Subway geholt. Das hat so anders geschmeckt als in Deutschland. Warum? Keine Ahnung. Und dieses Getränk war der absolute Hammer. Ja, und dann war auch schon der Rückflug. Dann waren wir in Deutschland, ich kam an und ich war komplett am Ende. Ich war so müde, weil ich auch noch die Hunde an dem Abend abgeholt habe. Und das war am nächsten Tag unser Frühstück. Wir hatten uns bei New York Pizza bestellt und einfach den Abend ganz entspannt gestartet, als wir wieder da waren. Und ja, ich melde mich jetzt nochmal persönlich bei euch. Was geht, ihr Mäuse? Wir sind wieder da angekommen, wo ich am Anfang den Vlog gestartet habe, und zwar bei meinem Mann zu Hause. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass wir so eine wunderschöne Woche hatten. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Also Leute, ohne Witz, ich hätte niemals gedacht, dass ich so dringend Urlaub brauche. Mir hat das so viel Kraft gegeben, mir hat das meinen Kopf frei gemacht und ich habe auch richtig gemerkt, dass ich definitiv jetzt regelmäßiger in den Urlaub fahren sollte, auch wenn es nicht unnormal lange ist, aber ich muss definitiv öfter Urlaub machen. Also das war wie so ein Wachrütteln, dass wir zusammen Urlaub gemacht haben. Es tat so gut, einfach mal dieses Abschalten, am Meer zu sein, am Pool zu chillen, einfach sich bedienen zu lassen, was das Essen angeht, sich mal nicht darum zu kümmern, irgendwas aufzuräumen und einfach mal andere Dinge zu sehen, auch wenn wir nicht super viel unternommen haben. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt. Wir sind auch nicht so die, wie sagt man, typischen Touristen, die da irgendwas angucken oder keine Ahnung was machen, sondern wir brauchten einfach mal so ein bisschen Abschaltzeit, einfach im Pool chillen, einfach die Zeit richtig genießen. Und ich habe ja schon irgendwann Mitte des Vlogs gesagt, dass das so das erste Mal ist, seitdem ich geboren bin, dass ich Urlaub gemacht habe, wo ich mich so wohl und so gut gefühlt habe, egal vom Aussehen her, egal ob von der Location her. Ich habe mich so wohl gefühlt einfach. Und ich muss ehrlich sagen, ich wäre am liebsten da geblieben. Also nicht nur so gesagt, aber es tat so gut, einfach mal abzuschalten. Und ich habe ja auch schon mit Erika öfter darüber geredet, was so Urlaub angeht. Und ich war nie so angetan von dem Thema. Ich war immer so, ja, nee, ich bin nicht so der Urlaubsmensch. Und das war wirklich der erste Urlaub, wo ich kein Heimweh hatte. Ich hatte einfach gar keinen Bock, nach Hause zu fahren. Und auch jetzt, wo wir zurück sind, ich freue mich zwar, zurück zu sein und meine Mäuse wieder bei mir zu haben, aber dieses allgemeine Zurücksein, abgesehen von meinen Tieren, ich habe keinen Bock. Das ist so krass. Also ich weiß nicht, wie es euch momentan geht und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, was das Thema angeht. Ob ihr momentan genauso gar keinen Bock mehr habt, hier zu wohnen oder nicht. Dafür bin ich umso motivierter, geilen Content für euch zu gestalten. Ich habe wirklich gemerkt, dass es auch Spaß machen kann, mal was anderes zu filmen, außer mein Gesicht. Und dass es auch Spaß machen kann, Urlaub zu machen. Ja.
Ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür und ich glaube, das war mit eines der wunderschönsten Geschenke auf diesem ganzen Planeten, was mein Mann mir hätte machen können. Ich würde sagen, das war es eigentlich auch mit dem Urlaubsvlog. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich bin so gespannt auf eure Resonanz und sollte ich zum Beispiel mit Erika mal einen Kurztrip machen, dass wir da für euch Content gestalten, schreibt mir das gerne rein, auf was für ein Land oder auf welche Stadt ihr da Lust hättet. Da werden wir dann natürlich auch mit vloggen. Und wenn ich dann zum Beispiel mit Erika unterwegs wäre, egal in welchem Land wir sind, könnte ich natürlich auch ein bisschen mehr und freier vloggen. Für mich ist das ein bisschen ungewohnt, immer noch vor meinem Mann zu vloggen oder, ich weiß nicht, in die Kamera zu sprechen. Deswegen habe ich das ein bisschen simpler gehalten in diesem Vlog und habe auch sehr viel mit Voice-Over gearbeitet. Allerdings, ihr müsst bedenken, Leute, ich habe über 7 Jahre keinen Urlaub mehr gemacht und das war kein Instagram-Urlaub oder so, sondern das war einfach mein Geburtstagsgeschenk und ich habe mich wirklich übertrieben darüber gefreut und wollte das auch größtenteils genießen. Deswegen hoffe ich dennoch, dass euch der Vlog gefallen hat und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!